Willkommen zum Profil-Talk auf SchauTV. Wir schauen auf das Cover von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin und die diskrete Weltkarriere des Galeristen Tadeusz Ropacz ist darauf zu finden. Und darüber spreche ich heute mit Profiljournalist Stefan Christemann. Schön, dass du da bist, Stefan. Gerne, hallo. In der Kunstwelt zählt Tadeusz Ropacz zu einem grandiosen Netzwerker und Influencer, wenn man es so auf Neudeutsch oder Neuenglisch runterbrechen möchte. Ein Team hat aus 140 Personen, Galerien auf der ganzen Welt. Wie seid ihr drauf gekommen, ihn aufs Cover zu heben? Naja, die Überlegung war zunächst mal, man kann nicht jede Woche mit sozusagen Regierungskrise und Chatprotokollen covern, obwohl es journalistisch produktiv wäre, wenn es jede Woche was Neues ergebe und Stoff gäbe. Aber Profil steht ja auch dafür, Leute zu entdecken und vorzustellen, die vielleicht nicht einem ganz breiten Publikum bekannt sind, die aber trotzdem Weltgeltung haben, die international renommiert sind und unglaublich viel bewegen. Ja? Und im Kunstbetrieb ist Tadeusz Ropacz tatsächlich einer der wichtigsten Drahtzieher, wenn man so will. Und ja, den habe ich vor wenigen Wochen in seiner Stammgalerie in Salzburg getroffen und habe dann ein sehr langes Gespräch geführt mit ihm und ihn ein bisschen beobachtet und mich auch führen lassen durch eine aktuelle Ausstellung. Und es war also eine Art porträthaftes Interview, wenn man so will, mit diesem Menschen, der wirklich international vernetzt ist und global agiert. Der hat Dependancen in London, Paris, Seoul seit neuestem und in Salzburg auch zwei. Also es ist ein Mensch, den in der Branche jeder kennt, im Kunstbetrieb jeder kennt und an dem keiner vorbeikommt, der aber sozusagen einer ganz breiten Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so bekannt ist. Das könnte sich jetzt ändern. Mit 21 ist er selbst zur Kunst gekommen. Wie genau? Was hat ihn daran fasziniert? Oder? Er sagt, seine Initiation war 1979, als er mit einem Schulausflug ins Palais Liechtenstein, damals Museum moderner Kunst, gemacht hat. Und dort hat er eine Skulptur von Josef Beuys gesehen, die er überhaupt nicht verstanden hat und auch sein Kunstlehrer nicht. Er hat gesagt, zu den Schülern geht's weiter, den Schmarrn braucht ihr euch nicht anschauen. Ja, das ist irgendwie nur eine Regenrinne und ein Stuhl und ein bisschen Fett und Filz und so. Das bedeutet nichts, geht's weiter. Und er hat sich aber gedacht, das irritiert mich, das verstört mich in gewisser Weise und das kann doch nicht sein, dass man wahnsinnig viel Geld ausgibt in diesem Palast, Palais Liechtenstein, und das da hinlegt und es bedeutet nichts, das kann nicht sein. Also hat er sich reingetigert und hat begonnen, sich zu informieren, was ist Gegenwartskunst eigentlich und wie weit geht sie und was sind die Grenzen da. Ja? Und er hat dann irgendwann auch relativ schnell begriffen, dass Josef Beuys ein zentraler Künstler der Gegenwart war damals, ne, in den späten 70ern. Und hat sich er hat dann sozusagen wenige Jahre später schon mit 21, also da war er dann, das war 1981, 82, hat er dann bei der Documenta mit Josef Beuys gearbeitet als Assistent und dann auch bei einer Berliner großen Ausstellung, die legendär wurde, die Zeitgeist-Ausstellung. Das war seine Initiation. Josef Beuys hat ihm dann die Welt nach New York eröffnet, zu Jean-Michel Basquiat und zu Andy Warhol sogar. Genau, es gibt die wichtige Geschichte, dass Ropacz erzählt, er war wirklich der hundertste Assistent. Er hat überhaupt keinen Bezug oder eine Nähe zu Josef Beuys gehabt, aber er hat dann gebeten, dass es eine Verabschiedung gibt und er hat sich dann tatsächlich eingelassen auf den jungen Kunstliebhaber Ropacz und in der Sekunde ist ihm eingefallen, sagt er im Interview, dass er gerne vielleicht einen Kontakt herstellen möchte zu Andy Warhol, den Josef Beuys gut kannte in New York. Er wollte nach New York fahren und ob er ihm nicht vielleicht irgendwie einen Zettel mitgeben könnte, eine Empfehlung schreiben. Und er hat dann eine Serviette genommen, Josef Beuys, und hat drauf geschrieben, dir Andy, schau dir diesen jungen Mann an, der ist aufstrebend und klug und so hat das funktioniert. Und er ist dann binnen kürzester Zeit, hat er in New York erste Kontakte geschmiedet und der Plan sozusagen eine Galerie zu machen, ist in diesem Moment, glaube ich, wirklich reif geworden. Was ist so sein Kerngeschäft von Tadeusz Ropacz? Naja, es ist also, wenn man Kunsthändler zu ihm sagt, dann ist das fast eine Untertreibung, weil er ist viel mehr als das. Ne? Er vermittelt, er sagt, er platziert Meisterwerke der Gegenwartskunst in den großen Museen der Welt. Ja? Er schaut genau an, welche Sammler und Sammlerinnen er verkauft, um das sozusagen, um den besten Ort für die schönen Werke zu finden. Und nur so, sagt er, kann man sich eine Reputation aufbauen. Nur so hat man das Vertrauen auch der Künstlerinnen und Künstler, um quasi als deren Galerist zu agieren. Und er ist natürlich auch einer, der Ausstellungen macht, mit einem riesigen Team, der neue Namen entdeckt, lanciert. Also es ist einer, der wirklich umrührt im Kunstbetrieb.
Und wie international erfolgreich oder auch wie einflussreich ist er auch auf der internationalen Kunstbühne? Er ist wahnsinnig erfolgreich und einflussreich, weil die Leute hören auf ihn, weil er weiß im Regelfall schon früh, wann Leute stark werden am Kunstmarkt, wann ihr Wert steigt. Ja. Und er kann einschätzen, er hat einen wirklich starken Geschmack natürlich auch, er hat einen wirklich guten Geschmack und er weiß, er hat ziemlich viel Ahnung davon, welche Richtungen, Positionen funktionieren könnten. Und das mit dem, und er ist natürlich auch sehr gesellschaftsgewandt. Das hört er zwar nicht gern, aber er ist ein Mensch, der sozusagen mit Filmstars und Unternehmerinnen und Unternehmern und Gesellschaftsdamen viel unterwegs ist. Man sieht ihn, also wir haben ihn auch im Profil abgebildet mit einigen davon. Also auch das gehört irgendwie zu seinem Geschäft. Was ist so der Schlüssel seines Erfolgs? Ist es eine Mischung aus Risikobereitschaft und doch Kontrolliertheit? Er ist wahnsinnig kontrolliert, er ist super diszipliniert. Also die Disziplin ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir haben auch darüber geredet, wie wenig er schläft. Ja. Also wir haben gedacht, das kann nicht sein, dass dieser Mann viel schläft. Und er hat gesagt, ja leider, das ist auch tatsächlich so. Das ist auch vielleicht, geht auch vielleicht auf seine Gesundheit, aber er nimmt es in Kauf, weil sein Leben dadurch an Intensität gewinnt. Soll sein, dass es ein bisschen Lebenszeit kostet. Also er ist diszipliniert, er hat ein wahnsinnig leises, vornehmes, höfliches Auftreten, das ist sicher auch ein Teil seines Erfolgs. Er ist kein Polterer, sondern ein kluger Stratege, aber auch ein sozusagen sehr menschlicher, herzlicher Mensch, wenn er sozusagen, wenn man ihm näher kommt. Jetzt hast du das Interview eben geführt, ein langes Interview, ausführliches Interview, und er ist sehr kontrolliert auch, wie du gesagt hast. Womit kann man ihn dann doch vielleicht aus der Reserve locken? Ja, Thema? Wie ich gesagt habe, zum Beispiel mit diesem Gesellschaftsthema, ja, das hört er sehr ungern. Er ist sehr offen gewesen beim Interview und hat vieles verraten, wo ich mir gedacht habe, da wird er wahrscheinlich nicht hingehen wollen oder so, aber er kennt eigentlich kaum Tabus im Gespräch. Nur bei dem einen Thema, als ich gefragt habe, eigentlich relativ naiv, ob Society-Tauglichkeit nicht auch wichtig ist, ist er wirklich ein bisschen ärgerlich geworden und hat gesagt, nein, also wirklich, damit hat es nichts zu tun. Es geht wirklich nur um die Kunst und um die Künstler und Künstlerinnen und nicht um irgendwelche Adabais. Wirkt er getrieben von der Kunst? Also er wirkt nicht getrieben, weil er so leise und, wie gesagt, höflich ist und auch so entspannt. Er wirkt eigentlich fast tiefenentspannt. Aber Leute, die ihn schon seit den 80ern kennen, beschreiben ihn tatsächlich als einen Getriebenen. Also er ist schon einer, und das gibt er auch zu, er ist schon einer, der sagt, es hat nie einen Plan B gegeben. Er wollte diese Galerie machen und er wollte sie ausbauen und er wollte sie weiterbringen. Und das hat er auch gemacht. Und es hat, also er sagt auch, glaube ich, den Satz, Risikoabschätzung gab es bei ihm nie. Er ist immer volles Risiko gegangen. Mhm. Welche Leute vertritt er? Wen hat er da so in seinem Portfolio? Er hat 65 Menschen in seinem Portfolio, 65 Gegenwartskünstlerinnen und Künstler. Und er verwaltet auch Nachlässe übrigens, unter anderem den von Joseph Beuys und Harun Farocki und anderen wirklich wichtigen Künstlern. Er hat also unter den lebenden Menschen, die er vertritt, ist zum Beispiel Georg Baselitz, einer der wichtigsten, hat auch in Seoul jetzt die Eröffnungsausstellung bestritten. Anselm Kiefer gehört dazu, Wally Export, Martha Jung wird aus Österreich, auch ganz große Künstlerinnen, Elizabeth Payton. Es ist wirklich ein Who's Who der internationalen Kunstwelt, die er vertritt, und damit ist er allein auf weiter Flur in Österreich, in dieser Massierung an Starnamen. Eine Aussage möchte ich rausnehmen, die mich auch ein bisschen überrascht hat, und zwar hat er gesagt, der Kunstmarkt, der ist überschätzt. Inwiefern hat er das gemeint? Es ist, glaube ich, ein bisschen ironisch auch. Er sagt halt, man muss unterscheiden zwischen Kunstszene und Kunstmarkt. Der Kunstmarkt ist natürlich auch, das sind nicht nur die Galeristen, das sind vor allem auch Auktionshäuser. Und er sagt, da werden mitunter Namen hochgekocht und zu irren, überhitzten Preisen sozusagen verscherbelt. Das tut dem Betrieb auch oft nicht gut. Und er sagt, es sind auch oft nicht die Leute, die dann wirklich Karriere machen. Also die Karrieren, sagt er, werden in den Museen gemacht. Also wenn das Centre Pompidou oder die Tate in London eine große Einzelausstellung macht, dann ist das ein Karrierebooster sozusagen. Das ist ein Karrieremove, der Leute voranbringt. Wenn jetzt ein Werk zu plötzlichen Rekordpreisen, zum Zehnfachen seines Schätzwerts versteigert wird, dann heißt es, behauptet er, noch gar nicht viel. Weil es kann ganz schnell wieder runtergehen. Also er schaut da mit einer gewissen Ironie auch auf den Kunstmarkt und hält sich eigentlich eher an die Kunstszene, die interessiert ihn mehr. Das sind die Kuratoren, Kuratorinnen, Kritiker, Kritikerinnen und die Museen, Museenmacher natürlich. Und er räumt eben Galerien und Ausstellungen einen unglaublichen Stellenwert ein und sagt, Onlinehandel an sich hat keine wirklich große Zukunft vor sich, oder? Ja, er befürchtet, dass die, also er sagt, er ist ein Verteidiger des physischen Erlebnisses Kunst. Ja. Also er will sich nicht beugen, jetzt pandemiebedingt, einem Kunstbetrieb, der sagt,
machen wir halt viel mehr online, wenn das so schwierig ist, es wird jetzt tatsächlich schwieriger. Es ist seit anderthalb Jahren schwieriger geworden, zum Beispiel Transporte zu organisieren. Die Versicherungen sind viel teurer geworden für solche Werke. Alles ist im, also sozusagen das Machen großer Ausstellungen ist viel schwieriger geworden. Die Museen denken heute in vielerlei Hinsicht schon drüber nach, nur aus dem Archiv weitenteils ihre Ausstellungen zu machen, also nicht mehr große internationale Verleihausstellungen zu machen. Und er sagt, das wäre ein großer Verlust. Also er ist voll dafür, irgendwie fürs Klima zu sorgen und sich Sorgen zu machen weg von den Schadstoffen zu kommen und weniger Müll zu produzieren. Aber das physische Erlebnis Kunst will er nicht aufgeben. Also er sagt, Ausstellungen, wo man die Aura des Kunstwerks nicht spüren kann, ja, die bringen nichts. Dann macht er lieber einen Verlag auf und macht Kunstbücher. Ja. Dann sind die Reproduktionen der Werke genauso gut wie online. Ja. Danke dir, Stefan. Gerne. Ein großes Porträt von Tadeusz Ropacz von Stefan Grissemann im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.